Ihre Frage bitte. Die Golddeckung der Währung ist abgeschafft worden. Die Ermittlung des Preisindexes aus dem sogenannten Warenkorb ist Selbstverständlichkeit geworden. Beides sind Bestandteile der gesellschaftlichen Währungsgeldreform und Wirtschaftsreform. Das Kernstück dieser Reform ist die umlaufgesicherte Indexwährung und die Bodenreform. Und all das ist den Parlamentariern zu Beginn der Regierung 1998 auch mitgeteilt worden. Nach Ansicht des Professor Harms ist Silvio Gesell und seine Reform nicht zu widerlegen, allenfalls abzulehnen. Warum wird diese Alternative verschwiegen, nicht in Erwägung gezogen? Also da kann ich Ihnen leider nicht folgen. Ich teile diese gesellschaftlichen Sachen auch nicht. Ich halte also den Goldstandard, das war wirklich kein Fortschritt, und den abzuschaffen ist durchaus verständlich. Also da liege ich auch nicht quer zu dem, was man zurzeit tut. Ich hätte ganz andere Probleme, und das wird durch Gesell und seine Theorie überhaupt nicht erfasst. Das ist das, dass wir fixiert sind auf die Preisstabilität, die ich auch für wichtig halte. Aber Helmut Schmidt hat mal gesagt, 5% Preissteigerung sind leichter zu ertragen als 5% Arbeitslosigkeit. Und da ist er furchtbar angegriffen worden. Ich werbe bei Ihnen dafür, obwohl ich weiß, das ist ein ganz heißes Thema, ich werbe dafür zu verstehen, dass dieses Wort von Helmut Schmidt nicht falsch war. Weil 5% oder 10% Arbeitslosigkeit ist wirklich so bitter, weil es die Lage der Menschen, die Arbeit wollen, und auch derer, die Arbeit haben, das sehen wir ja heute, die geraten ja auch unter Druck, deshalb, weil draußen viele stehen. Also Arbeitslosigkeit ist real viel härter, als mal 3 oder 4 oder 5% Preissteigerung hinzunehmen, wenn man das hinnehmen muss, weil man eine Konjunktur ankurbeln will. Ich sage noch einmal, ich bin nicht für inflationäre Tendenzen, alles nicht. Aber wenn man nicht anders kann, um Arbeitslosigkeit zu verringern, um den Menschen Beschäftigung zu geben, dass dann auch eine leichte Preissteigerung eintritt, wie das in den 70er Jahren war zum Beispiel, dann ist das kein Verbrechen, sondern es ist hilfreich für die Menschen. Und das ist durch die Gesellschaftstheorie überhaupt nicht abgedeckt.